Einen wunderschönen, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deponia. Habt ihr genauso viel Bock wie ich? Es ist so schwer, das Spiel. Egal, legen wir los. Wo waren wir denn? Den Kaffee haben wir, gell? Wir haben den Espresso. Mit dem werden wir jetzt die Madame aufwecken. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr atmet doch, du Lauch. Ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay. Du kannst sie gar nicht mitnehmen. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Yes. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Espresso? Gluck, gluck. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der? Da trinke ich doch einen mit, wa? Sagen wir es zusammen. Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Jetzt gib mir den Kaffee. Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist du? Mann, jetzt geht es nicht. Oh, es war ja so klar. Was müssen wir jetzt wieder machen? Leute, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was denn jetzt noch? Wie wird sie wieder gesund? Ich quatsch jetzt einfach mal alles. Ich werde sie. Hast du zufällig ein Wunderheil? Ja, habe ich. Ich hab. Ach, vielleicht muss ich ihm den Kaffee geben. Also er muss den verabreichen. Danke fürs Gespräch. Nicht wirklich. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettel sammeln. Ja? Das Lehrbuch hat versagt. Nein, geht nicht. Er hat doch sogar nach dem Kaffee gefragt. Was soll das? Du? Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wunder. Hab ich! Worauf warten Sie? Helfen. Das wird, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten. Sogenannten Bekannten? Können Sie das tausendmal? Warum sollte ich? Ich kann auch tausendmal hintereinander. Will einen Notfall melden? Ich höre. Feuer, Diebstahl. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst. Okay, das heißt, wir zünden irgendwas an. Eine Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Da hinten in diesem kleinen Schrank. Was 8 Kerzen alles anrichten können. Hier haben wir so ein Feuersymbol. Doch kein Not. Aus deinem. Geh mal da mal hin. Danke fürs Danke Gespräch. Fürs Licht, oder warte mal. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber nein. Menno. Okay. Danke fürs nicht wirklich. Dann gehen wir noch mal dahin. Da kann ich anscheinend irgendwas anzünden vielleicht. Da ist das Feuerwerk hier, Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon. Ich frage mich für welche und warum auf einigen. Was macht der Knopf? Der macht die Tür zu, oder? Karton. Zum Anzünden habe ich ja nur das Handschweißgerät und das geht ja nicht. Oh, doch. Was riecht der? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt!
Detektive. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Ja, komm in die Gänge, Junge. So, zumachen. Zack. Wir töten den jetzt einfach. So, kein Ding. So, Goalie. Hast du mal ein Espresso im Pfotzen? Finger weg von der... Mann, ich muss die alle wegkriegen. Hört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Alter, nein. Wieso gehört da ein Trichter hin? Nix da ruhig. Aber da... Was? Wie kommst du daneben? Aber eines Tages kommen sie und dann erwarte ich... Okay, was haben wir hier? Stethoskop? Kann ich nehmen? Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer... Jetzt kommt der schon wieder. Ja gut, jetzt habe ich auch ein Stethoskop, jetzt bin ich wahrscheinlich auch Arzt. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Ja. Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den... Ob der auch drei Gehälter kriegt? Ich muss das direkt hernehmen. Ah, das kriegt jetzt der Wenzel. Gizmo würde denken, dann verhaftet er den. Geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Bürgermeister? Oh, aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So. Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Okay, da müssen wir an Wenzel noch loswerden. Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Ja, ist ja gut jetzt. Verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem... Ach so, die machen da weiter mit sowas. Gleich geschafft. Ich muss nur noch sicher gehen. Okay, dann Trichter. Zack. Zack. Und... Ehre, Leute, Ehre! Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Boah, der Zahn. Rufus? Sehr geil. Okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's, dein Retter. Tat es eigentlich weh, dass du vom Himmel gefallen bist. Zuckerschnute. Hallo, jemand zu Hause? Ach, das führt doch zu nichts. Ja, wenn die letzte Option schon, ach, das führt doch zu nichts ist, dann bringen die drei davor wahrscheinlich nichts. Ich bin's, dein Retter. Bisse, 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 Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist?
Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist also, war das nicht verstanden? Ja, wir haben es verstanden. So, hallo, jemand zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich Fettmanns Haus. Komm zu dir. Supp, 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 Kartoffelsupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ritzelfitzel, Britzel. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nübel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Hugel? Basel, Fasel, nimm, nimm, nimm. Mammelframs? Bimfidibum, klopp, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plem, plem. Plem, klem, tataratitim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium? Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht... Funk war im Büro vom Bürgermeister, glaube ich. Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Ach, mal doch. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das kannst du. Spann ran, drauf, auf, ab. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Probieren wir es mal. Beim Bürgermeister. Hier, das war doch ein Fernschreiber. Diese Technik ist voll für die Katz. Okay, das war's nicht. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Hä? Gegensprechanlage, Klingel. Wo habe ich ein Funkgerät? Keine Ahnung. Jetzt pennt er hier. Das Mikrofon. Gehen wir da mal hin. Oh, der Trichter liegt noch da. Den nehmen wir wieder mit. Das Mikrofon kann ich mitnehmen? Okay. Wir bauen uns dann wahrscheinlich selbst irgendwie. Funkgerät, aber wie? Der Wetzel bastelt doch immer, oder? Wenzel. Ich sag immer Wetzel. Wenzel heißt er. Ist der vielleicht irgendwas hier, was... Nö. 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 Okay, also beim Wenzel geht nix. Dann gehen wir zu ihr. Ne, auch nix. Dann habe ich keine Ahnung. Ist ja jetzt ein Dreck. Jetzt habe ich ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Lonzos Kneipe. Okay, da kann mir auch nichts sagen. Poststelle vielleicht. Die war ja bisher immer geschlossen. Gehen wir jetzt zur Poststelle und ansonsten gehen wir wieder in diese... Ja, zu unserem Haushalt. Ich sagte... Hält es immer noch zu. Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Okay, die Uhr ist weg. Hey, du! Aufwachen! Ah. Geht doch, Schnarchschnabel. Okay, den kann ich jetzt der Tante da geben. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo,
Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Na, ich will... Hey? Nein? Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ha! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Okay, das hat ja gar nichts gebracht. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, hallo, Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus! Ja, da kannst du mir ein paar Geschenkgutscheine geben dafür. Er ist so ein kluges Tier. Wieso habe ich die Wünschelrute eigentlich noch? Ich weiß, wo eine Uhr ist. Hallo, Lotti! Du schon. Von woraus kann ich einen Funkspruch machen? Von woraus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Ja, toll. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ha? Ich verschwinde. Lass dich. Hier eine Uhr. Nanu? Er ist weg? Naja. Hier, der pennt ja im Ding. Ah! Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Okay. Die Idee hätte von mir sein können. Der pennt ja jetzt hier? Bringt mir halt auch nichts. Da oben ist eine Uhr. Ist das eine Uhr? Mit der kann ich auch nichts machen. Uhr! Die kriege ich jetzt wieder nicht, oder? Ja, was ist jetzt? Ah, krieg ich doch. Okay, sehr schön. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Damit hast du... Nee, ne? Ah, ein neues Räumchen? Das ist ja ein Träumchen. So, was kann man hier alles machen? Klappe. Nischt. Dann kann man wieder gehen. Dann quatschen wir mit ihm. Bitte nennen... Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund. Ich wohne in Zug. Selbstüberschätzung. Und wo kann ich funken? Ausgehende oben. Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister. Kennen wir? Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Das werden wir wahrscheinlich hernehmen müssen. Kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte. Außer dem Horchposten der Post. Der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Das ist mir egal. Ich würde gerne selber
Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Toni wird sich freuen. Schützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum natürlich nicht? Nur über mein. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig? Bist du langweilig? Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Was ist das ein Faible für Knickerfolie? Du hast also ein Faible. Leider brauche ich die. Okay, okay. Was ist denn das für ein. Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen. Und sehr, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potsdonner. Bis später. So, gehen wir mal zu der Klappe hier. Katze. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Das bringt mir was. Ich muss einfach alles durchprobieren. Es tut mir leid, Leute, aber. Ich quäle keine Tiere und im. Ich quäle keine. Und im. Ich quäle und im. Narkotikum? Stimmt. Sie sollte wirklich mal einen Gang. Komm, Kitty. Wie entspannt sie auf ein. Narkotikum hat funktioniert. Die Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Okay. Funkgerät da oben ist ein Funkgerät. Da darf ich jetzt aber nicht hin, oder? Fehler. Ja. Dann halt nicht. Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Ah, da ist auch noch eine Klappe. Auch noch eine Katze. Da geben wir auch Narkotikum, oder? Stimmt. Sie sollte wirklich. Komm, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Hey, okay, gibt's noch eine Klappe? Nein. Ach, hier war. Da war doch gerade noch was. Achso, machen wir die Klappe wieder zu. Die auch. Okay, was hat das gebracht? Bitte ne. Ersatz. Und ich. Und den Ersatz. Doch. Und wohin? Bis später. Wir werden jetzt viel. Was bringt mir das? Ersatz. Katzenschublade. Fehler. Darf ich auch nicht hin. Ja, komm runter. Ich muss ihm wahrscheinlich. Ich will das nicht anwählen. Der einzige. Knickerfolie besorgen, aber woher? Ach, das
Das ist gar nicht der Rathauseingang. Aha! Hey, huhu, hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Was macht die Arbeit? Die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Cletus. Also, er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Cletus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich muss dringend funken? Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Also, du bist schon ganz wichtig, hä? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut. Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Oh, bist du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Hm. Na, Kotikum? Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für mein... Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich... Sehe ich genauso. Okay, aber ich kann da ja nichts machen. Hat einen Schrank. Okay, dann mach ihn einfach wieder zu. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Schatz, das... Was ist denn... Was bringt das? Telefonist? Ah. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Mhm. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. What the f... Was? Kann er gar nichts machen. Oh! Okay, also das sind jetzt zwei, hier sind drei, da ist einer. Und was will er jetzt von mir? Hä? Da steht 1, 3, 2. Was soll das jetzt bringen? Muss ich das jetzt so hindrehen oder wie? Oh Mann, ey. Dieses Spiel. 1, 3, 2. So habe ich es jetzt, wie es da hier ist. Wie komme ich hier überhaupt? Ach hier. Bin ich gern wirklich überspringen. Hat das vielleicht was gebracht? Vielleicht ist es ja schon richtig. Ach, die Tauben tauschen dann ja auch. Jetzt tun wir mal... Ja, was tun wir denn? Oh, ich überspringe das. Sorry, Leute. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Okay, die Fette haben wir jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung. Ja, was macht man jetzt? Ach Gott. Leute, wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf, wir spielen das nächste Mal weiter. Wenn man das Spielen nennen kann. Mir brummt der Schädel, ich bin auch krank. Vielleicht liegt es daran, ich kann mich jetzt nicht so konzentrieren. Wir sind ja weitergekommen, wir sind bei der Poststelle, wir haben mit dem Telefonisten gequatscht. Wir müssen jetzt in den Tresorraum oder so. Ich habe keine Ahnung. So, genau. Nein, egal. Wir hören jetzt auf. Wir werden schauen, dass wir das nächste Mal weiterkommen. Bis dahin überlegt der Hausbube ein bisschen. Vielleicht fällt mir ja was ein.
Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich habe euch nach dem letzten Video schon einen guten Rutsch gewünscht. Und ja, jetzt kommt ja doch noch ein Video vor Silvester. Also rutscht gut rüber und wir sehen uns beim nächsten Mal.